Und die Tür ist auf. Und jetzt sind auch die ganzen Falltüren hier offen. Und wir können größtenteils bis zurück zum Anfang. Ja, das ist ja doch wirklich bis zurück zu ganz zum Anfang fliegen. Also springen. Finde ich ganz schön, dass das Level auch so aufgebaut ist. Dass man da wieder komplett runterkommt. Das ist schon ganz schön. So, und jetzt haben wir sogar einen Vogel. Und den wollen wir beschützen. Ach, der kleine Vogel konnte, glaube ich, den großen Vogel auch töten. Bloß vor den Bienen muss man sich in Acht nehmen. Genau. Und gibt uns noch mehr Leben. Als hätten wir nicht schon genug. Nach Welt 2 auf 50 Leben kommen, oder wie? Wie gesagt, wir brauchen sie ja später noch. Das ist ja... Ja, das ist ja jetzt... Wanted die K-Typ. Scheiße. Dass ich den so übersehen habe? Gibt's doch nicht. Aber wo war der dann? Sind wir ja wieder am Anfang. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen danach Ausschau halten. Verdammt. Habe ich den so übersehen? Also ich meine, so eine DK-Münze zu übersehen, das ist ja jetzt vielleicht einfacher als im zweiten Teil. Das, oder einfacher. Aber so diesen Typ mit seinem ganzen Geraffel da zu übersehen, das ist schon ein Meisterwerk, würde ich sagen. Aber wo könnte ich denn nicht genau nachgeschaut haben? Weil wie gesagt, in Donkey Kong Country 2 waren ja manchmal die DK-Münzen einfach bloß dummisch irgendwo hinfliegen oder sowas. Aber hier ist ja immer so ein kleines Rätsel mit dabei. Da unten? Nee. Da drüben? Nee. Kannst du mal aufhören, das Fass aufzunehmen? Ist manchmal nämlich wirklich ziemlich nervig. Sabine, auch kein Problem. Hier kommen wir später wieder runter. Ja, wo war der Typ? Das ist jetzt mal eine gar nicht so blöde Frage. Da drüben nicht. Da oben war ein Bonuslevel. Verdammt, dass ich jetzt schon das erste Mal nachgucken muss. Und das, wie gesagt, auch noch bei dem DK-Typ. Es gibt hier jetzt auch nicht so viele Geheimgänge und verwinkelte Sachen und sowas wie in zum Beispiel Country 1 und 2. Weil es halt auch, ich sag mal, vom kindischen Design her auch vielleicht mehr für Kinder ausgelegt war. Weil Donkey Kong Country 2 war jetzt nicht so ein kinderfreundliches Spiel, würde ich sagen. Na komm. Ich will das Fass da hochwerfen, ich will Dixie da hochwerfen. Da oben war bloß ein Bonuslevel, okay. Da drüben war auch nichts. Da warst du, an dir kann man vorbeirollen. Da hinten war ja auch nichts. Auch keine geheime Wand oder sowas. Ja, Ja, also von oben geht es gleich gar nicht, ganz ehrlich. Das muss man eigentlich von der Seite oder von unten machen, genau. Wo war jetzt der Typ? Wo kann der gewesen sein? Puh, da drüben vielleicht? Nee, da drüben? Komplett? Nee, nee, nee. Okay. Okay, hier sind die. Ja, das war super. Das hätten wir auch sehr viel besser... Ach, da oben. Okay. Guck mal einmal kurz nicht hin und dann verpasst man schon so einen DK-Typ. Ist ja unglaublich. Jetzt brauche ich nämlich einen Partner. Verdammt. Oder brauche ich einen Partner? Ich hoffe nicht. Gut. Oh, was für ein schweres Rätsel. Also ich dachte wirklich, dass es langsam ein bisschen schwerer wird. Es wird zwar nie so schwer, aber es wird schon ein bisschen schwerer. Und wir können das Level jetzt einfach beenden. Hoffe ich. Ja, sehr schön. So, da haben wir wieder Swanky Show. Interessiert uns aber nicht. Und jetzt die springenden Spinnen. Das hatte ich vorhin schon. Aber einfach, weil ich wusste, dass es den Levelnamen noch gibt. So, und jetzt sehen wir hier gleich, wovon das Level handeln wird. Nämlich von springenden Spinnen halt. Und von kleinen, komisch aussehenden Stachelschweinen. Also ich meine, wenn man jetzt die Viecher vergleicht mit denen aus Donkey Kong Country 2... Dann fand ich die aus Donkey Kong Country 2 schon sehr viel besser. Also es geht mit allem so. Die Mäuse aus Donkey Kong Country 2 waren auch sehr viel besser, genauso wie die Kremlins. Und die bisher anderen gesehen, die ganzen anderen Viecher. Ja, da wäre das fast ganz sinnvoll gewesen, aber für die eine Münze. So, und die Spinne geht jetzt schon mal richtig ab, weil die springt auch noch zur Seite. Die Spinne ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wir haben hier Squawks zum ersten Mal. Squawks war auch süß genug, um da zu bleiben. Das heißt, bloß Rambi war zu brutal, um es in dieses Spiel reinzubringen.
Amarambi dadurch wurde ersetzt von... Ich will jetzt nichts Gemeines sagen, das heißt, ich sage einfach bloß von einem Elefanten. Das sollte aber eigentlich auch schon genügen. Zwei Münzen, ja genau, als hätte ich nicht schon genug. Alles, was ich noch mehr habe als Münzen, sind Leben, ganz ehrlich. So, und hier rein. Das war Bonuslevel Nummer 1 mit 15 Bananen. Beziehungsweise, ja, ich muss es ja schon noch schaffen. Was ja auch nie so einfach ist. Oh nein, das war das. Das mag ich gar nicht. Das Quarks so ewig lang zu kontrollieren. Ja, genau, Spinne, das wollte ich auch. Du bist so hilfreich. Und die Spinnen sehen ja ganz süß aus, muss man ja zugeben. Also bist du so der einzige Gegner, den ich als okay bezeichne, würde ich sagen. Das sind die Spinnen. So, darüber. Und jetzt können wir das Ganze die ganze Zeit machen. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn es da unten keine gibt, dann ist gar nicht so schwer, weil man dann immer hier so in diesem Bogen fliegen kann. Aber so wird's blöd. Wäre noch ein bisschen schwerer gewesen, wenn sie da oben auch noch eine Biene eingebracht hätten. Aber ich sollte meinen Mund nicht so laut öffnen, weil ich weiß gar nicht, ob es so ein Bonuslevel auch nochmal gibt. Mir kommt es irgendwie sehr viel bekannter vor mit... Also ein bisschen schwerer vor. Kann sein, dass es irgendwann nochmal eins gibt mit einer Spinne, wollte ich gerade sagen. Mit einer Biene obendrauf. Egal. Also wenn man da so dann Achter fliegen muss, sage ich mal. Mit zwei Bienen, ach egal. Kommt mir wirklich sehr bekannt vor. Kann wirklich nochmal ein Level sein. Muss ich darauf achten. Spinne, das wollte ich immer noch nicht. So, wir fliegen hier nochmal ein bisschen mit Squawks rum. Auch wenn wir jetzt, glaube ich, auf der Ebene sind, wo wir auch schon wieder mit den Affen... Wow. Gut, okay, vielleicht wollen wir da doch nicht runter. Und da geht es ja dann bloß da runter zu dem Bonuslevel. Genau. Okay. Dann hätten wir jetzt hier hoffentlich alles. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube schon, da bekommen wir eine Münze. War hier oben irgendwas? Ich glaube nicht. So, da. Da. Und da. Die gesprengten Spinnen sind auch ein ganz witziges Prinzip, würde ich sagen. Hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen öfters einbringen können, aber irgendwann wird es dann vielleicht auch blöd. Von dem her hole ich mir jetzt meinen Partner und gehe dann auf die Spinne, weil da oben war auf jeden Fall noch was. Ja, mein Ende. Ach, super. Eine Bananenstaude. Dafür habe ich jetzt meinen Partner geopfert. Super. Okay, aber wo waren die zwei anderen? Ja, da oben war was, glaube ich. Okay, dann fliegen wir hier mal runter. Ganz vorsichtig. Da war ein Leben, wenn ich das richtig weiß. Genau. Und wieder hoch. Ja, sehr schön. Hier bloß ein paar Bananen. Das ist alles nicht so erquickend. Ich habe ja schon gesehen, wo das eine hochging. Denke ich zumindest, dass es so war. Das war dann das Rätsel. Wie gesagt, ich vermute es einfach nur noch, aber ich glaube, es war so. Und kann es dann da oben nochmal hochgegangen sein? Da ging es zumindest nochmal hoch. Das war so, genau. Aber da geht es nicht hoch, okay. Das heißt, wir holen uns N. Holen uns den Ballon. Holen uns das TNT. Hoffen, dass das kein Fehler war. Da ist so ein kleines Käfervieh. Okay. Was gibt's hier unten? Außer gar nichts. Oder muss ich darüber? Darüber reinspringen? Das TNT könnte ein Fehler gewesen sein. Da oben war was drüber, oder? Nee, doch nicht. Okay. Gut, also das Level müssen wir auf jeden Fall nochmal betreten. Das denke ich auch schon gerade so ein bisschen bewusst. Sollte ich mal das Fass nicht verlieren. Ich habe zwar keine Ahnung mehr wofür, aber es wird schon ganz wichtig sein. Oder auch nicht. Na dann. Dann haben wir immerhin ein Fass. Da drüben könnte es noch weitergehen. Und da oben ging es, glaube ich, auch noch mal weiter. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz so sicher. Wir werden es aber gleich rausfinden. Nee, da oben ging es nicht weiter. Okay. Was war das gerade? Oh, das kam irgendwie unerwartet, ganz ehrlich. Sammle 30 Sterne. Okay. Wird gemacht. Ach so, das... Okay. Das ist natürlich sehr sinnvoll, Dixie zu haben. Ich glaube, man schafft es auch gar nicht ohne Dixie, weil die Zeit reicht einfach nicht. Okay. Ja, obwohl, wenn man runterspringt, dann wieder hoch und runter und hoch und runter. Es kann schon klappen.
Da unten war dann das Bonuslevel, ja. Ich hatte Angst, wie hoch die Spinne springt. Jetzt muss ich sie nochmal machen. Das ist blöd, dass man da nochmal rein kann, wenn man es geschafft hat, weil es macht absolut keinen Sinn. Das ist ein Problem, das mal so. Ich will einfach mal gucken, ob es auch ohne Dixie geht. Ja, es geht, aber es ist sehr viel knapper. Das muss man ja zugeben. Gut, damit hätten wir auch das Geheimnis gelüftet. Das Geheimnis des komischen Bonuslevels. Da drüben ist das G. Und da oben ist das Ende. Okay. Wie kann man das G ran? Da oben drüber? Nee. Der DK-Typ fehlt uns nämlich auch noch. Aber wir haben alle... Okay, dann fehlt uns nur der DK-Typ. Okay. Was war denn da oben? Wahrscheinlich bloß ein Leben oder sowas, aber ich muss es jetzt trotzdem herausfinden. Ah, das sind B, wo dann der Dings ist. Der DK-Typ. Hi, Stachelschwein oder was auch immer du darstellen sollst. Jetzt sieht es nämlich eher ein bisschen aus wie ein Igel. So, ups, ups. Das fasse ich mir so ein bisschen egal, weil mir die Münze so ein bisschen egal ist. Du bist mir nicht egal, Spinne. So, da unten war Squawks. Ja. Das hört sich sehr komisch an, wenn zwei Spinnen gleichzeitig springen. Aber wir nehmen nochmal Squawks und gucken nochmal da oben nach, was es da oben denn nochmal gab. Vielleicht können wir uns hier ja auch irgendwie... Aber da links geht's, wird es dann den Affenweg lang gehen. So, komm, ja. Da geht's dann zum Bonuslevel, genau, und hier geht's darüber, ja. Da sollte ja auch nichts sein, da ist schon mal das... Oh. Aber da komme ich jetzt nicht vorbei. Nee, aber wie gesagt, da sollte es eigentlich auch nichts geben. Hoffe ich zumindest. Oh, nein, das war blöd. Na egal. 45 Leben, okay. Hier war auch nichts Besonderes. Jetzt habe ich hier wieder keinen Partner. Ah, das ist doch blöd. Da kam auch so schnell kein... Wo war denn das dann? Ach, das war hier dann erst. Okay, dann habe ich einen Partner. Das ist schön. Hier nämlich geht es dann, glaube ich, hoch. Das wollte ich eigentlich nicht. So, jetzt nämlich, komm. Da war doch aber was. Da ist doch was. Das sieht man doch. Ich komme so nicht ran. Nein, 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 nein. Nein, verdammt. Sieht man das vielleicht noch irgendwo ein bisschen genauer? Da drüben. Ja, da drüben steht der Typ. Okay. Dann wird das ja schon mal geklärt. Dann war das doch so, dass der da oben war. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie rausfinden, wie wir da rankommen. Ich meine eigentlich, dass es so war, dass man da hochschmeißen muss. Man muss vielleicht bloß das richtige Timing erwischen. Was ja nicht ganz so einfach ist. Das war hier, genau. So, ganz hoch. Jetzt und hoch. Ja, sehr schön. Ach so, ich bin ja auch... Nee, ich bin eben nicht. Wie soll man denn... Ja, dann muss ich das Fass erstmal da hoch, da oben drüber werfen. Am besten mit Dixie dann wahrscheinlich. Und komm, roll zurück. Ja, sehr schön. Jetzt hoffentlich geht das. Es geht eigentlich, aber das Spiel sagt sich so, nee, es geht nicht. Du siehst zwar, es geht, aber es geht halt nicht. Und damit hätten wir auch hier alles. Das ist sehr schön. Hätten wir auch das Geheimnis gelüftet. Jetzt gehen wir hier zu Brashs Hütte. Und erzählen ihm erstmal, dass er ist nämlich sehr stolz, dass er seinen Rekord hat. Und wir erzählen ihm jetzt einfach mal, dass wir seinen Rekord geschlagen haben. Dadurch rastet er voll aus und schmeißt hier den Baumstamm um, der jetzt durchs Wasser treibt und uns zu einer Höhle da unten führt. Die wir aber noch nicht benutzen werden, weil wir gehen erst ins Fässerfiasko.